Hallo Eintracht Frankfurt-Fans, willkommen auf dem Kanal. Hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand, also hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt verpasst. Bereits zu Beginn des Transfersommers war klar, dass die Eintracht Rafael Borré gerne abgeben würde. Der Kolumbianer, dessen Stern in der Europa League Saison 2021 und 2022 aufging, spielte in den Planungen von Neutrainer Dino Topmöller keine große Rolle mehr. Mit Randall Kolo Muani und den beiden Neuzugängen Omar Marmoush und Jessic Engankam wäre der Kolumbianer im Angriff maximal nur noch die vierte Wahl gewesen. Die Suche nach einem Abnehmer gestaltete sich schwierig, da Borré zuletzt Offerten von Olympique Lyon oder Olympiakos Piräus ablehnte. Nach Bildinformationen soll der 27-Jährige dem neuesten Angebot zugestimmt haben. Den Angreifer zieht es nach Spanien zum FC Valencia. Der La Liga-Club ist offenbar bereit, die von den Hessen geforderte Ablöse von 7 Millionen Euro zu zahlen. Mit dem Transfer spart sich die SGE zudem die hohen Gehaltskosten von Borré. Der Spieler soll pro Jahr 3 Millionen Euro verdient haben. Seit seinem Wechsel zur Eintracht vor 2 Jahren absolvierte Borré 92 Pflichtspiele, in denen ihm 15 Tore gelangen. Trotz der ausbaufähigen Quote erlebte der Kolumbianer eine erfolgreiche Zeit bei den Hessen und gewann unter dabei die Europa League. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.